Der Marvin soll kommen, wenn es nicht läuft. Oder er soll auf jeden Fall kommen, ja? Die AfD hat mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen. Mit diesen Worten verkündete Thomas Kemmerich am Nachmittag in Erfurt in der Staatskanzlei seinen Rücktritt vom Amt des thüringischen Ministerpräsidenten 24 Stunden und 34 Minuten, nachdem er im Landtag vereidigt worden war. Und mit ein paar Impressionen aus dem gestrigen morgendlichen Erfurt begrüßen wir Sie zu einer Sondersendung von Kompakt TV, zu einem Erdbeben und zu einem Putsch, der derzeit in Thüringen stattfindet. Mit mir im Studio Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Mein Name ist Martin Müller-Mertens. Jürgen, wie hast du das gestern erlebt, diese Wahl und das, was dann passierte? Also ich muss sagen, ich war überhaupt nicht auf dem Stand. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann. Und ich habe mich natürlich gefreut wie Bolle sozusagen, was der Thüringer AfD da gelungen ist. Denn es war ja sozusagen, Björn Höcke war der Königsmacher. Er hat die Sache eingefädelt. Und es war aber ein demokratischer Beschluss eines demokratisch gewählten Parlaments. Und es bestand 24 Stunden lang die Hoffnung, dass sich hier in diesem versifften Deutschland in einem Freistaat Thüringen endlich einmal Bürgerswille demokratisch festgestellt Bahn bricht. Aber leider, Thomas Kemmerich war nicht der harte Hund, als den er sich ausgegeben hat. Und dann hat er den Schwanz eingezogen. Ja? Über diesen Vorgang werden wir reden müssen, denn es ist tatsächlich der Abgesang auf die Demokratie, wenn es so läuft, dass Frau Merkel aus Südafrika in ihrer Lieblingsheimat einen Befehl schleudern kann von wegen unverzeihlicher Vorgang und dann die Demokratie in einem Bundesstaat in Ostdeutschland nichts mehr gilt. Das kann nicht sein. Dann kann man natürlich sagen, Wählerwillen hin und her. Thomas Kemmerich ist überhaupt nur mit 76 Stimmen über den Durst im Landtag. Ich meine, es ist schon doch ein eigenartiger Vorgang, dass der Chef der kleinsten Fraktion dann Ministerpräsident wird. Ja gut, aber wir haben ja Koalitionsregierungen und wir haben Mehrheiten, die sich im Parlament bilden und die haben sich gebildet. Die spannende Frage ist natürlich, gab es vorher hinter den Kulissen Absprachen, wo die AfD Fühler ausgestreckt hat Richtung CDU und FDP und signalisiert hat, jetzt wollen wir doch mal das machen, was ihr auch versprochen habt, nämlich Ramelow abzulösen, den schlimmsten Ministerpräsidenten in Deutschland? Oder hat die AfD einfach eiskalt und kalt wie Hundeschnauze ein geniales Manöver durchgezogen, nämlich hat suggeriert, dass sie ihren Mann weiter aufstellen, den Kindervater, diesen parteilosen Kandidaten der AfD in den ersten zwei Wahlgängen, und hat einfach so getan, als ob der weiterläuft. Und dann hätten sich die Stimmen natürlich gedrittelt und Ramelow hätte als die relative Mehrheit bekommen. Und FDP und Union haben dieses Manöver der AfD nicht durchschaut. Das kann ich zur Stunde auch nicht sagen, aber Fakt ist jedenfalls, die FDP wollte einen großen Punkt setzen. Und es gab vorher die Absprachen zwischen Kemmerich und Thomas Lindner, wo man sich auf Führungsebene dann geeinigt hat, dass man so etwas versucht. Deswegen, dass die AfD da sozusagen die Demokratie verletzt hat, das sehe ich zuletzt. Ja. Wer jetzt die Demokratie verletzt, ist die Kanzlerin und die ganzen Altparteien. Ich sehe, wir haben jetzt schon etwas abgefahren, was jetzt eigentlich noch gar nicht laufen sollte. Ich würde die Regie bitten, das noch mal kurz zurückzunehmen. Was ist eigentlich gestern passiert? Um 11 Uhr, da sollten die Abgeordneten des Thüringer Landtags einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Es gab zunächst mal zwei Kandidaten. Das war Bodo Ramelow, der bisherige Amtsinhaber, und Kindervater, ein parteiloser Bürgermeisterkandidat, von dem es heißt, er habe sich selber zur Verfügung gestellt,
Andere behaupten, die AfD hätte ihn geholt. Das wird man möglicherweise nie wissen. Wir schauen jetzt tatsächlich mal in diese Landtagssitzung rein. Und da finde ich besonders interessant, wenn wir mal auf das Bild schauen. Da sieht man Björn Höcke, wie er zur Wahl geht und Bodo Ramelow starr an ihm vorbeischaut. Das ist der erste Wahlgang. Jetzt haben wir den zweiten Wahlgang. Geht Björn Höcke auch zur Wahl? Da schaut Bodo Ramelow demonstrativ in die andere Richtung. Also nur mal, um diese Stimmung vielleicht auch in diesem Landtag uns mal anzuschauen. Das ist jetzt nach dem dritten Wahlgang. Bodo Ramelow bei der Stimmenabgabe. Und jetzt kommt's zum Ergebnis in diesem dritten Wahlgang, mit dem jedenfalls Bodo Ramelow offensichtlich nicht gerechnet hat. Wir schauen uns das mal an und gucken uns mal direkt die Gesichter in der linken Frontbank an. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Damen und Herren, das entsetzt mir den Linken. Das sind die Bilder, wo die linken Landeschefin dem neuen Ministerpräsidenten die Blumen vor die Füße wirft, also soweit zur ersten Reaktion. Ramelow selber gratuliert überhaupt nicht, das hält er nicht für nötig. Man sieht dann die anderen Fraktionschefs, die Thomas Kemmerich gratulieren. Jetzt kommt übrigens gleich Björn Höcke und interessanterweise, dieses Bild wurde ja so ein bisschen in manchen Mainstream-Medien als der historische Handschlag, so wie als eine Art Tag von Potsdam, dann dargestellt, aber man kann hier natürlich sehen, er steht in einer Reihe, jeder gratuliert ihm. Er hat nicht mal Blumen in der Hand, so wie sich das ja im Grunde genommen auch gehört. Interessant ist jetzt auch das Verhalten, was von den ehemaligen Koalitionsparteien während der ersten Ansprache von Thomas Kemmerich kommt. Herr Ministerpräsident Ramelow, ich glaube, er ist nicht mehr im Hause. Ich danke Ihnen persönlich. Ja. Meine, er bedankt sich bei Bodo Ramelow. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. So eine gewisse von Anstand spricht. Herr Ministerpräsident. Also niedergebrüllt. Und selbst die linke Landtagspräsidentin muss an ihre eigenen Leute Ordnungsrufe verteilen. Und jetzt fällt auch das schöne Wort für Schiss, können wir gleich hören. Wie kann man dieses Verhalten der Linken, der ja in einer Wahl ganz regulär geschlagenen und auch abgewählten Koalition eigentlich einschätzen? Naja, man sieht auf jeden Fall, diese Linksparteien und die Linke insbesondere sind eine unflätige Truppe. Die haben jede Zivilität, jeden Anstand abgestreift und verhalten sich pöbelhaft, also dass diese Fraktionsvize Frau den Blumenstrauß dahin wirft, eine furchtbare Gestalt mit einem furchtbaren Namen, also eine Frau, die auf den namensmäßig auf den Bindestrich geht und sich keinerlei Respekt vor einer demokratischen Entscheidung befleißigt. Das ist, glaube ich, für mich ein Sinnbild für den Zustand der Linkspartei und der mit der Linkspartei verbündeten Altparteien, ja. Denn das ist ja das Besondere, die Linkspartei selber oder auch die Grünen könnten ja nichts werden, wenn nicht die Altparteien ständig nachgeben würden. Die CDU macht ja im Grunde eine linke Politik unter Merkel, eine grüne Politik unter Merkel. Und dadurch hat Merkel die Grünen überhaupt erst stark gemacht, die Linke überhaupt erst stark gemacht. Und jetzt gab es endlich mal gestern einen Lichtblick. Ja, das war ja wie wenn der Himmel aufreißt, wo sich dann Christdemokraten in Thüringen und Liberale in Thüringen, die nicht AfD-affin sind, aber die sagen,
diese linke Pest muss jetzt einfach mal gestoppt werden. Da reißt dann der Himmel auf und dann wird es sofort versucht einzukassieren mit einem Befehl aus Afrika. Ja. Das Besondere ist an der Situation, dass, okay, Kemmerich ist zurückgetreten, aber er bleibt kommissarisch im Amt. Das gebietet die Landesverfassung. Das heißt, die Kuh ist noch nicht vom Eis für die Altparteien. Jetzt versuchen sie, Neuwahlen durchzusetzen oder sie versuchen, Kemmerich hat es ja angeboten, auch über ein Misstrauensvotum ihn wegzubekommen. Das geht aber nur, wenn ein anderer Kandidat die Mehrheit hat. Also sie wollen im Grunde die Wahl von gestern wiederholen. Das ist ja auch das Besondere an dieser Scheindemokratie. Es wird so lange gewählt, bis das rauskommt, was den Damen und Herren von der Multikulti-Familie am besten passt. Ja, so hatten wir es bei der Abstimmung gegen die EU-Verfassung in Irland. Da ist ja dreimal abgestimmt worden, bis das Richtige rauskam. In den Niederlanden war es genauso. Und so haben wir es jetzt eben in Thüringen. Das soll so lange gewählt werden, bis der Arzt kommt. Und, aber die CDU will noch nicht. Die CDU Thüringen, jetzt zu dieser Stunde, wo wir hier zusammensitzen, tagt die CDU Thüringen der Land. Und ich vermute, sie versucht mit allem Druck die CDU dazu zu bringen, dass sie Neuwahlen zustimmt. Und natürlich hat die Thüringer CDU keine große Lust, weil wenn es Neuwahlen gibt, das gilt auch für die FDP, dann werden die ja fürchterlich massakriert. Das heißt, im Falle von einem neuerlichen Urnengang würden sich die Stimmanteile für die AfD noch erheblich erhöhen. Deshalb, ich weiß nicht, ob es heute Abend jemand sieht, jemand von der CDU Thüringen, FDP Thüringen. Liebe Leute, aus Eigennutz solltet ihr bestrebt sein, den gestern gewählten Amtsinhaber mit eurer Unterstützung im Amt zu halten und eine entsprechende Regierung zu bilden. Denn wenn das Parlament aufgelöst wird in Erfurt, dann seid ihr die Leidtragenden. Sehr, sehr viele von euch werden diesen schönen Parlamentsjob verlieren. Also lasst euch nicht von Annegret Kramp-Karrenbauer zwingen, ins eigene Schwert zu fallen. Es ist tatsächlich interessant mit diesen Neuwahlen. Also was würde passieren bei den Neuwahlen? Die AfD würde zulegen, das ist ganz klar. Ich glaube auch, dass die Linke zulegen würde, weil natürlich oder Ramelow, der auch gar nicht so unbeliebt war, einen gewissen Mitleidsbonus jetzt hat. Das geht natürlich auf Kosten der CDU, ganz klar, auf Kosten der SPD, wo auch schon nicht mehr sehr viel zu holen ist, aber insbesondere wahrscheinlich auf Kosten der FDP, wo die eine Hälfte der Anhänger sich darüber ärgert, dass Kemmerich die Wahl angenommen hat und die andere Hälfte sich darüber ärgert, dass er sie jetzt wieder abgegeben hat. Die werden also wahrscheinlich unter 5% fallen. Und die Grünen sind ja in Thüringen auch nur mit 5,6 ja, oder so drin. Die könnten, wenn ihr Milieu die Linke stärken will, dann auch rausfallen. Also die Angst beim Establishment muss ja offensichtlich so groß sein, dass man bereit ist, zwei ihrer Stammparteien zu opfern. Ja. Also das Besondere am gestrigen Tag war natürlich, dass mit der Wahl von Kemmerich dieser antifaschistische Schutzwall der Altparteien, diese Antifa-Front von Seehofer bis Kevin Kühnert, dass man nichts mit der AfD machen darf. Noch nicht mal indirekt. Es war ja keine direkte Absprache, es war allerhöchstens indirekt oder zufällig. Diese Abgrenzung ist gestern zusammengebrochen und es hätte sich natürlich wie ein Virus fortgesetzt, vor allem östlich der Elbe in den anderen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo es sowieso eine starke Pro-AfD-Stimmung in der CDU gibt. Ich erinnere daran, dass im Sommer der Vize-Fraktionschef ja gesagt hat, wir brauchen eine nationale und soziale Politik oder so ähnlich. Also, und man hat jetzt versucht, diesen Virus sozusagen wieder einzufangen und den drohenden Flächenbrand zu verhindern, indem man Thüringen diesen Brandherd austritt. Ja. Aber das geht natürlich nur mit entsetzlichen Verlusten für die Parteien, die sich gestern endlich mal in die richtige Richtung bewegt haben, nämlich CDU und FDP. Jetzt ist natürlich die Frage, war das Ganze geplant? War es vielleicht sogar abgesprochen? Oder war es möglicherweise doch
aus dem Bauch heraus, aus dem Zufall heraus. Die AfD hat ja sowohl nach dem ersten als auch dem zweiten Wahlgang eine 30-minütige Unterbrechung beantragt, um darüber zu diskutieren, wie sie weiter fortsetzen wollte. War es also von Anfang an geplant oder nicht? Diese Frage habe ich direkt nach der Wahl dem Thüringer AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner gestellt. Herr Brandner, Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident von Thüringen. Sie sind ja in der AfD. War es für Sie eine Überraschung? Nein, es war ja eigentlich letztendlich dann auch so geplant von der AfD. Herr Kemmerich ist jetzt weiß Gott nicht allererste Wahl als Ministerpräsident, aber besser als jeder Kommunist. Und er weiß ja auch, wo die Mehrheiten herkamen. Also ich denke mal, dass die Thüringer Politik doch jetzt maßgeblich von der AfD beeinflusst wird. Erwarten Sie, dass Thomas Kemmerich jetzt auch 5 Jahre Ministerpräsident bleibt? Ja, Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident von Thüringen. Sie sind ja in der AfD. War es für Sie eine Überraschung? Nein, es war ja eigentlich... Herr Brandner, Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident von Thüringen. Sie sind ja in der AfD. War es für Sie eine Überraschung? Nein, es war ja eigentlich letztendlich dann auch so geplant von der AfD. Herr Kemmerich ist jetzt weiß Gott nicht allererste Wahl als Ministerpräsident, aber besser als jeder Kommunist. Und er weiß ja auch, wo die Mehrheiten herkamen. Okay, es gab jetzt eine technische Schwierigkeit. Man muss dazu sagen, hier ist alles live und hier ist natürlich auch alles mit einer sehr, sehr kurzfristigen Vorbereitung, weil die Ereignisse sich ja natürlich überschlagen. Heute früh war man noch der Meinung, Thomas Kemmerich ist Ministerpräsident. Ja, jetzt ist das schon nicht mehr. Ja? Wir wollten ja, hätte ja ausgereicht, wie wir es vorhatten, am Sonntag zu senden. Ja, das ist wahr. Ich glaube, wir versuchen jetzt noch mal den O-Ton von Stefan Brandner zu hören zur Frage, hatte die AfD diese Art der Wahl, das heißt die Nichtwahl ihres eigenen Kandidaten und dafür die möglicherweise Übertölpelung, möglicherweise aber auch Flankierung der Wahl von Thomas Kemmerich von Anfang an geplant? Letztendlich dann auch so geplant von der AfD. Herr Kemmerich ist jetzt weiß Gott nicht allererste Wahl als Ministerpräsident, aber besser als jeder Kommunist und er weiß ja auch, wo die Mehrheiten herkamen. Also ich denke mal, dass die Thüringer Politik doch jetzt maßgeblich von der AfD beeinflusst wird. Erwarten Sie, dass Thomas Kemmerich jetzt auch 5 Jahre Ministerpräsident bleibt und was wären von der AfD Ihre Angebote für ihn? Die Angebote müssen wir nicht machen. Wir werden sehen, was er macht und er wird seine Mehrheiten sich suchen müssen und eine bürgerliche Mehrheit ohne AfD in Thüringen funktioniert nicht. Gut, das Geheimnis ist gelüftet. Sie hatten es von Anfang an geplant und ich fand es bei Stefan Brandner ganz interessant. Er sagte ja, und das sagt ja nicht nur er, das stimmt ja auch, ohne die AfD ist eine bürgerliche Mehrheit jedenfalls in Thüringen und möglicherweise demnächst auch in anderen Bundesländern nicht mehr möglich. Nun ist ja eine bürgerliche Mehrheit, vielleicht sogar im weiteren Sinne des Wortes, eine gewisse Bürgerlichkeit durchaus eine Konstante der Bundesrepublik immer gewesen. Die CDU stand dafür, die FDP stand dafür, die SPD stand ja in Teilen dafür auch. Wird dieser letzte Rest von Bürgerlichkeit unter dem Mantel des Antifaschismus jetzt über Bord geworfen? Ja, das Besondere ist ja, und das ist eine Entwicklung, die eingesetzt hat mit Chemnitz im September 2018, als nach dem Mord an Daniel Hillig Zehntausende auf der Straße waren, hatte das Establishment Angst, dass sich sowas wieder abspielt wie eine friedliche Revolution Herbst 89. Das war ja wirklich eine ganz aufgewühlte Stimmung von Bürgerprotest. Und in der Lage hat sich die CDU erstmals bereit erklärt, sich auch mit den Linksradikalen zu verbünden. Nicht nur mit den Grünen, das gab es ja vorher schon in Baden-Württemberg. Und es gab dann diese Konzerte, wo dann verfassungsfeindliche Kräfte wie feine Sahne-Fischfilet aufgetreten sind mit dem Segen der CDU-CSU. Ja. Und dieser Schulterschluss ist seither zu beobachten. Und in diesem Sumpf geht natürlich der letzte Rest an Bürgerlichkeit bei der CDU unter. Und ich glaube, das macht Kräften vor allem in der Wirtschaft zu schaffen, die überhaupt nichts mit der AfD am Hut haben. Aber die sehen, dass auf diese Art und Weise nicht nur die Staatlichkeit der Bundesrepublik, die eh schon fragwürdig ist, sondern auch die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik vor die Hunde geht. Stichwort Energiewende. Es wird ja hier
willentlich einen Zusammenbruch, einen Blackout in der Stromversorgung in Kauf genommen. Die Wirtschaft wird belastet mit neuen Strompreiserhöhungen und so weiter, weil die CDU diesen Kräften immer mehr nachgibt. Ja? Und ich glaube, für große Teile der Wirtschaft wäre es attraktiv, wenn es ein Erfurter Modell gegeben hätte. CDU und FDP regieren wie früher, nur dass sie halt jetzt nur noch 30% haben, aber werden gestützt durch eine gezähmte AfD. Und tatsächlich hat sich ja auch die Thüringer AfD, auch Björn Höcke, hat sich ja etwas zurückgenommen in den letzten 2 Jahren, ist offensichtlich. Ja. Und für mich ist bezeichnend am heutigen Tag gewesen, der Wirtschaftsflügel der CDU hat sich gegen Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Der Wirtschaftsflügel und die Junge Union. Die haben gesagt, wir lassen das laufen und wir machen jetzt eine Expertenregierung. Also eine Expertenregierung, die die AfD draußen hält, aber die AfD-Stimmen im Parlament gerne zur Stützung nimmt, ist im Grunde eine ideale Konstellation für die noch vernünftigen Teile der Wirtschaft. Aber was sich durchsetzt rund um Merkel oder Annegret Kramp-Karrenbauer, ist eben der entfesselte Linkskurs und da geht das Land vor die Hunde. Nicht nur Energieversorgung, sondern auch, wenn jetzt eine zweite Flüchtlingswelle kommt wie 2015 und die Hunderttausenden warten ja schon in der Ägäis, auf Lesbos, auf Kos oder an der Grenze zu Kroatien, wenn da mal ein Damm bricht. Die SPD-Städte wollen ja jetzt schon, was weiß ich, 40.000 aus Lesbos hier einfliegen. Ja? Und das ist eine Entwicklung, wo die vernünftigen Teile auch der Wirtschaft, der Wirtschaftsflügel der CDU, CSU dagegen sind. Aber die Apparatschiks, die Nomenklatura, das Politbüro rund um Merkel ziehen ihren Kurs gnadenlos durch. Ist das der reine Sieg der Ideologie über die Vernunft oder steckt dahinter noch eine weitergehende Agenda? Naja, die weitergehende Agenda, sie ist die Agenda des internationalen Finanzkapitals. Das heißt, man will das frühere Modell SPD und CDU regieren, CDU und FDP regieren, SPD und FDP regieren. Das frühere politische Modell war ja eine Entwicklung der Industrie auf der Basis fossiler Kraftstoffe. Und jetzt wird das internationale Finanzkapital die Entwicklung ändern. Und dafür war der Wirtschaftsgipfel in Davos ein Beispiel. Man will weg von der fossilen Industrie, vom fossilen Industriezeitalter in eine neue Ära übersiedeln, wo die alten Industrien abgewrackt werden und schlanke neue Industrien auf der Basis von sogenannten erneuerbaren Energien, also auf einer sehr unsicheren Basis eingerichtet werden, was aber höhere Profite verspricht. Und dafür müssen die Grünen überall als Königsmacher installiert werden. Okay, in Thüringen sind es nicht die Grünen, sondern aus historischen Gründen ist dann die Linkspartei mit Ramelow stärker als die Grünen. Aber im Grunde, wer will heute noch unterscheiden zwischen SPD, Grünen und Linkspartei? Die vertreten alles dasselbe. Ja? Das ist, die werden sich auch irgendwann meines Erachtens zusammenschließen, ja? Weil es da gar keine Unterschiede mehr gibt. Ja? Aber dieses ganze Modell soll umgestellt werden auf diese neue Klimawirtschaft. Und natürlich, die Vertreter der alten Industrien sehen das genauso wenig mit Freude wie die betroffenen Arbeitnehmer oder die Verbraucher, die jetzt mit Strompreisen und so weiter geschröpft werden. Dann gibt es in der Politik eigentlich so 2 Grundregeln. Zum einen, dass die jeweiligen Bundesparteien immer sagen, für die Angelegenheit der Länder sind die Landesverbände autonom verantwortlich. Naja, was dann hinter den Kulissen passiert, wollen wir mal nicht drüber reden. Aber das ist jedenfalls die Chimäre, die immer aufrechterhalten wird. Und wenn man eine Wahl krachend verliert, dann übt man eine gewisse Demut. Was machte denn nun Susanne Henning-Welso gestern, die Landesvorsitzende der Linken? Sie schmiss nicht nur Thomas Kemmerich die Blumen vor die Füße, sondern sie hatte auch nichts anderes zu tun, als unmittelbar danach vor die Presse zu treten und über den Pakt mit dem Faschismus zu klagen und Christian Lindner, den Vorsitzenden der FDP, so ganz persönlich um Hilfe zu bitten.
Ich kann mir nur wünschen, dass die Bundesparteien FDP, CDU diesen Sündenfall nicht als Normalität anerkennen, sondern verstehen, dass gerade die AfD in Thüringen eine tatsächlich rechtsextreme Partei ist mit Höcke und sie haben sich bereitwillig von denen wählen lassen. Es war völlig klar mit der Ansage von Kemmerich, er tritt nur an, wenn die AfD antritt, dass das passieren wird. Also insofern wüsste ich nicht, welchen Gesprächsfaden ich jetzt aufnehmen sollte. Und wir werden es als Linke nicht tun, einer von der extrem rechten tolerierten Regierung in irgendeiner Form auch noch dazu zu verhelfen, irgendwas durchzusetzen. Ich kann mir was nur wünschen, dass die Bundesparteien FDP, CDU in diesem aus, wenn die Landeschefin der Migranten-Inschallah-Partei den Chef der Partei der Besserverdienenden um Hilfe bittet, damit ein nicht genehmes Wahlergebnis beseitigt wird. Und was sagt das über die FDP aus? Also, dass dann der Lindner, der ja versucht, die liberale Kraft zu verkörpern, dass der dann dem Befehl der Linken folgt und am Abend des gestrigen Tages noch nach Erfurt fährt und den Kemmerich bekniet und bedroht, dass er zurücktreten muss. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Vielleicht hast du da mehr Infos. Also gestern Abend ist Lindner bei Kemmerich. Natürlich holt er den Knüppel raus. Aber heute früh hat der Kemmerich im Morgenmagazin noch ganz klar gesagt, er tritt nicht zurück und er ist gewählt und er bleibt im Amt. Also offensichtlich hat der Lindner gestern Abend keinen Erfolg gehabt, sondern der Sinneswandel bei Kemmerich trat erst ein heute nach dem Morgenmagazin, also nach 9 Uhr. Und ich frage mich, der Sache müssen wir nachgehen, was da noch passiert ist. Ich vermute, es hat auch eine Rolle gespielt, dass er bedroht wurde, physisch, körperlich, militant. Er musste Polizeischutz anfordern, er hat eine Familie, er hat eine Frau, er hat 6 Kinder. Das sind natürlich schon Punkte, wo sich was dann plötzlich zuspitzen kann. In welcher Form er bedroht wurde, da werden wir auch später noch dazu kommen. Ich hatte den Eindruck, ich war ja gestern in Erfurt, dass Kemmerich natürlich, er war überrascht von seiner Wahl. Damit hat er absolut nicht gerechnet. Aber er war dann doch klar in seinen Worten, hat gesagt, ja, er traut sich das zu, er will das machen. Er hat ja auch von dieser Expertenregierung gesprochen. Er ist dann auch in die Staatskanzlei gefahren. Er hat sich auch, das werden wir auch uns gleich noch im Originalton anhören, natürlich auch sofort reflexartig von Björn Höcke und der AfD, also diejenigen, die ihn gemacht haben, distanziert. Und es muss heute Vormittag ja noch ein weiteres persönliches Gespräch auch mit Christian Lindner gegeben haben. Und ich weiß nicht, ob ihm da die Instrumente gezeigt worden sind, denn eins ist klar, Kemmerichs politische Karriere ist so oder so vorbei. Also er hat in dem Sinne nichts mehr zu verlieren. Ich habe also den Eindruck, das ist so eine Mischung aus sicherlich diesen äußeren Bedrohungsszenarien und dann wirklich einem ganz massiven, möglicherweise auch schmutzigen innerparteilichen Druck, der da aufgebaut wurde und wo die FDP bereit ist, den ersten nicht nur kommissarischen, sondern gewählten Ministerpräsidenten seit Anfang der 50er Jahre, da war es in den Vorgängerstaaten von Baden-Württemberg, einfach so über die Klinge springen zu lassen. Es ist bezeichnend, dass ja Rücktrittsforderungen sogar gegen Christian Lindner laut wurden. Ja, ja. Das heißt, er muss ja morgen sich der Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand stellen und er steht dann Leuten gegenüber wie Graf Lambsdorff, also ein Bilderberger aus dem Buche. Lambsdorff sagt, der Höcke ist ein Faschist. Oder auch dieser Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, sagt, Höcke ist ein Nazi. Also diese extreme Richtung in den bürgerlichen Parteien, die völlig nach links abgedriftet ist. Ich würde sagen, während wir, und wir haben kein Corona, aber die Luft hier ist ein bisschen trocken, jetzt mal einen Moment husten, wollen wir uns dem Mann zuwenden, der nach Ansicht jedenfalls einiger im Establishment ein Faschist, ein Nazi und so irgendwie der größte Teufel mindestens mal des Thüringer Waldes ist, Björn Höcke. Wir haben uns mal gefragt, was hat er eigentlich wirklich gesagt? Also nicht, was wird über ihn geschrieben, sondern was hat er gesagt? Kompakt hat darüber ein Buch gemacht. Und was das für ein Buch ist, erfahren Sie jetzt.
Wir sagen aber Ja zu einer innerlichen fundamentalen Opposition, um diesen Staat, den wir erhalten wollen, vor den verbrauchten politischen Alteliten zu schützen. Die führenden Altparteienpolitiker sind zu erbärmlichen Apparatschiks geworden, die nur noch ihre Funde verteilen wollen. Wir durchbrechen die Schweigespirale. Wir gehen raus zu den Menschen, um sie aufzuklären und nochmal aufzuklären. Wir werden das so lange durchhalten, bis wir in diesem Lande 51% erreicht haben. Bestellbar unter kompakt-shop.de. Björn Höcke im Original. Kommen wir noch einmal zur Linken. Die Linke war ja in den 90er Jahren, als sie noch PDS war, tatsächlich eine oppositionelle Partei, die den Osten vertreten hat. Und sie ist heute eine Partei, die im Osten, wenn wir mal von Thüringen absehen, wahnsinnige Niederlagen einkassiert, die in Koalitionen mit dem Establishment drängt. Sie ist im Grunde eine Altpartei. Nein, das im Grunde streichen wir. De facto. Warum hat sie sich so entwickelt? Und war das gesetzmäßig? Ich glaube, es ist gesetzmäßig in dem Augenblick, wo der Apparat, die Abgeordneten, die Funktionäre den Arsch an die Heizung bekommen wollen. Dann schlucken die alle möglichen Kröten und machen alle möglichen Kompromisse, um einfach sich im Satten zu halten. Ja? Und auf diesem Weg rutscht man automatisch dann in eine bestimmte Richtung. Es hängt nicht mit der Basis zusammen. Ich glaube, die alte Basis, vor allem im Osten, wird ja am ehesten noch durch Sarah Wagenknecht verkörpert. Und hätte Sarah Wagenknecht den Schneid gehabt, und ich glaube, Björn Höcke hat sie auf unserer Kompaktkonferenz 2017 auch dazu aufgefordert. Das war in Leipzig und er meinte, wenn sie den Schneid von Lenin hätte. Genau, wenn sie den Schneid von Lenin hätte, hätte sie eine eigene Partei gründen müssen. Und dann hätte sie einen Großteil der Basis der Alt-SED-Wähler im Osten auf ihre Seite gezogen, weil die wollen mit diesen jungen Nadelstreifen, Juppie, diese Haschischlinke wie Katja Kipping, ja, das ist im Osten nicht populär. Sarah hätte sie abholen können, hat sie aber nicht gemacht. Da fehlen ihr bestimmte Fähigkeiten und vielleicht auch das letzte Quäntchen an Aggressivität. Ja. Und so geht es eben seinen Weg. Ja. Die einen sagen Arsch an die Heizung, etwas feiner kann man sagen Oligarchisierung einer Partei. Ist es nicht ein Weg, der auch der AfD über kurz oder lang drohen wird oder ihr möglicherweise sogar jetzt schon droht? Natürlich, die AfD ist da überhaupt nicht dagegen gefeit. Wir haben starke Kräfte, die in Richtung Oligarchisierung gehen. Ich will jetzt mal keine Namen nennen. Wir haben auch Gegenkräfte in der AfD, vor allem der Osten scheint mir doch relativ volksverbunden zu sein. Und ich habe immer gesagt, Parteien sind nicht das Subjekt der Veränderung. Das trifft auch auf die AfD zu. Parteien, auch die AfD, kann nur die Rolle spielen eines Türöffners für das Volk. Die Wende muss das Volk durchsetzen, wie im Herbst 1989. Und an dem Punkt hat die AfD wirklich auch im Osten einen Fehler gemacht. Wir sprachen vorhin über Chemnitz, September 2018, nach dem Tod von Daniel Hillig. Zehntausende sind auf der Straße, die AfD schließt sich an, die AfD steigt in den Umfragen. Innerhalb von wenigen Tagen werden da Prozentzahlen über 20% erzielt. Und was passiert dann? Der Gegner macht die AfD schlecht, der Verfassungsschutz greift an, die ganzen Dreckschleudern sind unterwegs und dann zuckt die AfD zurück und beginnt den Prozess der Distanzierung, nicht mehr mit Pegida zusammenarbeiten, vermeintlich radikale Leute an den Rand zu drängen oder auszuschließen. Und so wurde diese Chemnitzer Dynamik gebrochen. Hätte sich die AfD als Partei da stärker mit reinbegeben, hätte man da viel mehr draus machen können. Aber das hat die Dynamik der damaligen Entwicklung gebrochen und hat auch den Höhenflug der AfD, den es in diesen Herbsttagen 2018 in den Umfragen gab, gebrochen. Und wir haben dann in der Folge
etwa in Bayern und in Hessen wurde gewählt, schwache Ergebnisse erzielt, auch bei der Europawahl 2019 schwaches Ergebnis erzielt und erst im Herbst 2019 Erfurt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg ging es wieder nach oben, weil da die Substanz noch stimmt. Die Dynamik von Chemnitz ist ja jetzt tatsächlich irgendwie raus. Ist damit der Zenit überschritten oder kann diese Dynamik nochmal wiederkommen? Die Dynamik kann wiederkommen, vor allem, dass sich jetzt gezeigt hat, dass jemand, der für diese Dynamik steht und der für das Konzept einer Bewegungspartei und nicht einer Parlamentsapparatpartei steht, nämlich Björn Höcke, jetzt hat sich gezeigt, dass gerade er, der vielgeschmähte angebliche Radikale, zu diesem gestrigen Tag entscheidend beigetragen hat. Das wird seine Position innerhalb der Partei auf jeden Fall stärken. Er hat überzeugend widerlegt, dass er nur scharfe Reden halten kann und gezeigt, dass er auch realpolitisch Veränderungen anstoßen kann, dass diese Veränderung in Thüringen mit Kemmerich heute brachial gestoppt wurde. Ist ja nicht Höckes Schuld. Ja? Aber er hat es erstmal genial eingefädelt. Nicht nur er, hat gute Leute an seiner Seite in Thüringen in der AfD. Und auf diese Weise, okay, das Volk muss Hoffnung schöpfen. Und gestern hat das Volk Hoffnung geschöpft. Und das, was die AfD erreichen kann, ist, dem Volk Mut zu machen. Die AfD als Partei kann die Veränderung nicht durchsetzen. Die AfD kann nur das Volk ermutigen, ihm Courage machen. Und dazu brauchen wir klare Rede wie bei Björn Höcke oder wie bei Curio oder auch wie bei Brandner. Solche Leute brauchen wir. Und dann muss aber das Volk auch mal raus auf die Straße und runter vom Sofa. Wir gehen nochmal zurück zur FDP. Wenn man ein Geschenk bekommt, dann pflegt man sich normalerweise dafür zu bedanken. Was haben Christian Lindner und Thomas Kemmerich zu den Spendern ihres Geschenks, zu denen gesagt, die ihnen den Ministerpräsidentenposten beschert haben? Das werden wir uns jetzt mal an. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Wenn sie versucht, das Amt des Ministerpräsidenten und meine Wahl damit zu beschädigen, hat sie mit mir einen erbitterten Gegner gewählt für die Politik der AfD. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben, wie dies auch ja in den letzten Wochen besprochen wurde. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig. Gegenseitiges Überbieten in antifaschistischer Distanzierung, also auch bei der FDP offensichtlich der neue Volkssport. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke, sagt Thomas Kemmerich bei seiner ersten Pressekonferenz noch im Landtag. Da war er noch nicht mal in der Staatskanzlei. Das Interessante daran ist ja, bisher war man in den Augen des Establishments und der Lügenpresse ein Nazi, wenn man mit Nazis paktierte. Jetzt ist man es schon, wenn man von denen, ich bleibe jetzt mal bei der Wortwahl der sozusagen anderen Seite, in einer geheimen Wahl, ohne darum gebeten zu haben, auch noch gewählt wird. Also die Kontaktschuld wird quasi auf eine neue Ebene getragen. Das ist ja offensichtlich die reine Hysterie, die da herrscht. Ja, es ist wirklich der entfesselte Antifaschismus, der mit dem historischen Antifaschismus auch überhaupt nichts mehr gemein hat. Es wird einfach nach dem Prinzip vorgegangen, alles Nazis außer Mutti. Das heißt, nicht nur die Linkspartei und die Grünen, sondern mittlerweile eben auch die SPD und die Union und die FDP haben ein Bild kultiviert, es gibt nur linke Politik und alles andere sind Nazis.
Also die Mitte, die linke Politik wird mittlerweile als Mitte bezeichnet. Ja? Die Mitte genuin gibt es gar nicht mehr. Die frühere Mitte, die von der CDU früher repräsentiert wurde, ist im Grunde zur AfD abgewandert. Aber man darf das nicht mehr als Mitte bezeichnen. Ein kreuzbraver Mann wie Alexander Gauland wird dann auch als Nazi bezeichnet. Ja? Und das ist die Vergiftung des politischen Diskurses, wie sie in Deutschland schlimmer stattfindet als in jedem anderen Land auf der Welt. Der auch der Selbsthass, der Masochismus ist ja in Deutschland viel stärker als in jedem anderen Land auf der Welt. Das macht die Gräben im Land immer tiefer. Und was gestern passiert ist, die Wahl Kemmerichs hätte dazu beitragen können, eine zarte Brücke zu bauen. Aber gerade dieser Brückenbau wurde ja vom Establishment gleich auch wieder mit der Nazi-Keule kaputt gehauen. Ja? Und das ist, was die Situation im Grunde so verzweifelt macht in Deutschland. Aber eins müssen wir sehen, in den USA mit Trump und in Großbritannien mit Boris Johnson und dem Brexit, also in zwei sehr, sehr wichtigen westlichen Standorten, hat sich diese Demagogie nicht durchgesetzt, sondern diese Kräfte, die national denken, America first, Brexit statt EU-Integration, die haben sich gegen diese Hetze durchgesetzt. Und das ist natürlich unabhängig davon, wie man jetzt im Einzelnen zu Trump steht, ist es natürlich allein vom weltanschaulichen Muster her eine erfreuliche Rückenstärkung. Und ich bin mal gespannt, wie lange sich Marionetten und Versager wie Merkel und Kramp-Karrenbauer und Lindner gegen einen Trump und sein Amerika behaupten können. Es ist ja das Problem, wenn man das Volk versucht, mit Hysterie an der Leine zu halten. Das immunisiert ja irgendwann auch. Also es nutzt sich ab. Das heißt, die Hysterie muss sozusagen immer weiter gesteigert werden, um noch das gleiche Ergebnis zu erringen. Steigert sich diese Hysterie demnächst in einem Faschismus von links? Wir haben jetzt schon diktatorische Züge. Was gestern und heute passiert ist in Thüringen, ist eine Beerdigung von Demokratie, ist auch eine Beerdigung des Föderalismus. Denn bisher waren wir in Deutschland, in der Bundesrepublik, stolz auf die Selbstständigkeit der Länder. Jetzt wird von Berlin aus eingegriffen und gesagt, die Thüringer dürfen das nicht so machen, wie die Thüringer wollen. Wir haben die Sprechverbote, wir haben die Gleichschaltung der Medien. Wir haben die Gleichschaltung der Medien, dazu braucht es heute keinen Goebbels mehr. Ja? Es genügen diese bekannten Figuren wie Böhmermann. Ja? Ich will nicht sagen, Böhmermann ist der neue Goebbels, aber der Stil, den er geprägt hat und der sich in den GEZ-Medien fortsetzt, ist eine postmoderne Variante von Goebbels. Und wer immer dagegen aufmuckt, muss mit sozialer Existenzvernichtung rechnen. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen oder wenige. Aber wir werden natürlich sozial vernichtet, wenn wir widersprechen. Das kann Bürger einschüchtern. Viele gehen in die innere Emigration. Aber wenn auch der materielle Druck die innere Emigration unmöglich macht, weil du einfach die Wohnung nicht mehr warm kriegst oder weil du die Miete nicht mehr zahlen kannst, und das sind ja Entwicklungen, die im Zuge der Energiewende drohen, dann kann aus dieser Kujonierung der Demokratie und des Volkes, die im Augenblick zur inneren Emigration führt, das kann irgendwann explodieren. Und das Wichtige ist ja, dass dann Leute Ansprechpartner für den Volkszorn sind, die diesen Volkszorn in vernünftige Bahnen lenken können, ohne Gewalt, aber durchaus als friedliche Revolution zum Sturz des Regimes. Der Sturz des Regimes, das will ich mal ganz klar sagen, ist mein persönliches Ziel. Und unsere Zeitung hat die Absicht, alle Kräfte zu unterstützen, die diese antidemokratische Entwicklung,
die von dem Altparteienblock vorangetrieben wird, durch eine friedliche Revolution beenden und endlich wieder zurückkehren wollen zu Zuständen, wie wir sie früher hatten, wo auch nicht alles in Ordnung war, aber wo man wenigstens frei atmen konnte. Dieses Volk braucht die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Jetzt gibt es ja eigentlich vier Ebenen. Das sind die Böhmermanns und die Restless in den Medien. Das internationale Finanzkapital hast du angesprochen. Dann gibt es die Henning Welsos und Christian Lindners dieser Welt in den Parlamenten. Und dann gibt es natürlich die bekannten Fußtruppen auf der Straße. Und auch die konnte man gestern in Erfurt sehen. So etwa 14.20 Uhr war das, glaube ich, hatte der Landtag Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Und es dauerte nicht eine Stunde, dann tauchten diese Gestalten vor dem Landtag in Erfurt auf. Sind jetzt an dieser Stelle noch nicht so wahnsinnig viele und man sieht, sie sind zu diesem Zeitpunkt auch noch ein bisschen sprachlos, aber ich finde es ganz interessant, wie man es schafft, in einer Stadt wie Erfurt, die jetzt auch nicht so klein sind, innerhalb eigentlich von einer Dreiviertelstunde eine beachtliche Demonstration auf die Beine zu stellen. Die haben auch Plakate mitgebracht, die haben einen Lautsprecherwagen mitgebracht. Jetzt sieht man Thomas Kemmerich, wie er nur gegen 17 Uhr in die Staatskanzlei kommt. Geht direkt rein und eigentlich 2 Minuten, nachdem sich diese Tür geschlossen hat, da hörte man von hinten schon die Schreie und das Gebrüll und dann kamen sie und da waren sie dann schon nicht mehr ruhig, da waren sie auch nicht mehr so perplex, sondern dann wuchs da eine Aggressivität, dann sieht man die ersten Antifa-Fahnen, man sah auch diese beliebten Leute mit den Sonnenbrillen und den schwarzen Kapuzen, haben sich dann direkt vor die Staatskanzlei gestellt, haben sie quasi besetzt, nicht besetzt, aber haben sie quasi blockiert, auch hier wiederum mit Antiverfahren. Es gab dann so Sprüche wie Kemmerich, schäm dich und was ich ziemlich perfide war, Bodo ans Fenster, was natürlich ein Aufgreifen von Willy Brandt ans Fenster in Erfurt 1972 war. Dann drang noch die sogenannte Seebrückendemonstration, die parallel dazu war, die vereinigte sich dann mit denen, also es war so gegen, kann man sagen, 18 Uhr war die Erfurter Innenstadt besetzt, war der Verkehr lahmgelegt von sicherlich 1000 linksradikalen Antifas und deren Anhang, der sich dann empörend der ganzen Angelegenheit anschloss. Ist es der Beginn eines zumindest geistigen Bürgerkriegs, den wir da sehen? Nö, das ist mehr als geistiger Bürgerkrieg. Da wird ja schon mit den Fäusten und mit den Molotow-Cocktails gearbeitet, wie man insbesondere in Leipzig sieht. Also Leipzig ist ja die Hochburg des roten Terrors. Vielleicht ist Hamburg noch schlimmer, aber Leipzig ist jedenfalls schlimmer als Berlin. Die greifen ja nicht nur alle möglichen Leute an, die sie als Rechte sehen. Die greifen ja auch CDU-Veranstaltungen an, die greifen die Polizei an. Das ist ein entfesselter Mob. In Erfurt ist es noch nicht so weit. Aber ich muss schon sagen, bemerkenswert, wie schnell diese Typen auf der Straße waren, muss man natürlich einerseits sagen, das sind alles arbeitsscheue Typen, die haben nichts zu tun. Nachmittags machen die eine Telefonkette, die sitzen beim Cappuccino, dann gehen sie eben runter auf die Straße und holen ihre roten Fahnen raus. Ja? Aber dass natürlich auch arbeitsscheues Gesindel muss mobilisiert werden, man braucht Strukturen. Diese rot lackierte SA hat die Strukturen auch deswegen, weil sie staatlich finanziert wird. Also ganz klar, wir haben die sogenannten Demokratieprogramme im Familienministerium, vor allem sind die angesiedelt, die sind zu 99% oder 95% mindestens über 100 Millionen Euro pro Jahr fließen an Antifa-Gruppen. Und die müssen noch nicht mal mehr eine Extremismusklausel unterzeichnen. So war es, glaube ich, bis 2013, als Christina Schröder noch im Amt war. Da mussten die noch unterzeichnen. Wir stehen auf der, was weiß ich, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das haben die früher, war auch nur ein Wisch, aber immerhin mussten sie es unterzeichnen. Das ist ja abgeschafft. Das heißt, man pumpt hier wirklich staatlicherseits Geld in eine Infrastruktur, die noch nicht mal bereit ist, per Unterschrift
sich zur Demokratie, zum Grundgesetz zu bekennen. Und natürlich, so gepampert wie die sind, bringen die dann auch schnell ihre Leute auf die Straße, weil diese Leute arbeiten nicht. In Thüringen sagt man ja, ist das in den letzten 5 Jahren auch ganz besonders massiv passiert, dass diese Strukturen finanziert wurden, dass angeblich, habe ich jedenfalls gehört, Demofahrten finanziert wurden, entsprechende Zentren finanziert wurden. Also im Grunde ist Thüringen ja die Melkkuh und der Erbhof der Antifa, und deshalb haben sie natürlich besondere Angst, dieses Land zu verlieren. Ja. Und darum sind sie sich auch nicht zu schade, jetzt den gewählten und jedenfalls noch amtierenden Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich massiv zu bedrohen. Du hast es angesprochen, er hat 6 Kinder, es gab Drohungen gegen die Familie. Er steht unter Polizeischutz, und damit meine ich jetzt nicht den Personenschutz, den hier jeder Ministerpräsident bekommt, sondern er und seine Familie stehen unter einem besonderen Schutz. Also man vermutet wohl tatsächlich eine sehr, sehr akute Anschlagsgefahr. Und ich fand es bezeichnend, das muss ja sofort eingesetzt haben, Thomas Kemmerich kam von der Fortsetzung der Landtagssitzung, wo er seine erste Rede gehalten hat, wo wir vorher noch die Ausschnitte gehört haben, in den Pressesaal. Und da war er so schnell, dass die meisten Kamerateams noch am Rennen waren. Also das hat vielleicht eine Minute gedauert. Und da berichtete er schon davon, dass eine Welle wirklich von Beschimpfungen, von Hass und von Bedrohungen auf ihn bereits einprasselt in dieser Situation. Und was er genau gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an. Die ersten Eindrücke nach meiner Wahl, spontane Demonstrationen, Tiraden in den sozialen Medien, Drohanrufe machen mich bestürzt. Und ich hoffe, dass die überwiegende Zahl der Thüringer das genauso wie wir Freie Demokraten, wie ich persönlich, ablehne. Das würde den Rahmen sprengen. Ich empfehle Twitter und ähnliche Dinge. Da ist es voll von ähnlichen Dingen. Aber Sie haben die Nerven dafür. Ja. Also wenn du das Pech hast, zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, ohne dass das Establishment dem zustimmt, hast du die Wahl, entweder von deinem Bundesvorsitzenden die Instrumente gezeigt zu bekommen, auf das du zurücktrittst, oder von der Antifa mitsamt deiner Familie gemessert zu werden. So sind die Zustände. Ja, man kann nur hoffen, dass aus diesem Beispiel die Bürger lernen, über Thüringen raus, jetzt, wenn es zur Neuwahl kommt, wird dieser Lerneffekt zu einem starken Steigen der AfD-Wahlergebnisse führen, bin ich sicher. Auch es kann sich sogar in Hamburg noch auswirken, wo ja der Wahlkampf relativ schleppend ist, aber auch die Hamburger, die ja nicht so helle sind wie die Thüringer, werden mitkriegen, was da gespielt worden ist. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel auch überstrahlt auf die anderen CDU-Landesverbände im Osten. Ich habe vorhin schon gesagt, in Sachsen-Anhalt, wo ja 2021 gewählt wird, gibt es gewisse Tendenzen, auf die AfD zuzugehen. Viel stärkere Tendenzen als irgendwo sonst in irgendeinem anderen Bundesland. Ich kann mir vorstellen, dass die Sachsen-Anhaltiner Parteikollegen der CDU jetzt sich genau anschauen, was die Situation sein könnte, wenn sie sich nach der Landtagswahl zu einem solchen Schritt entschließen. Das heißt, als erstes braucht man natürlich gute Sicherheitsleute, die sofort die Spitzenpolitiker und die Familien am Wahltag, schon wahrscheinlich im Vorfeld der Wahl, auch im Wahlkampf schon absichern und auch aus der Schusslinie bringen. Ja? Weil diese Leute, mit denen wir es auf der Gegenseite zu tun haben, die sind mordbereit. Und vor allem, wenn sich ein Erfolg für das Volk und seine parteipolitischen Kräfte abzeichnet. Muss man sagen, die Leute auf der richtigen Seite sind Gottlob nicht mordbereit, aber sie sind auch nicht auf der Straße. Pegida hält sich wacker, ist auch Cottbus Zukunft Heimat, hält sich wacker. Aber ich habe mich schon gefragt, es hätten ja, als die Antifa da anmarschiert kam, auch
um die Staatskanzlei Bürger stehen können und sagen können, wir schützen diese Staatskanzlei. Das passiert aber eben leider auch nicht. Ist man dazu träge? Hofft man zu sehr darauf, dass der Rechtsstaat und die AfD im Parlament es dann doch irgendwie regelt und man selber sich nicht von Facebook erheben muss? Also ich glaube, zwei Faktoren spielen eine Rolle. Erstens, was ich vorhin flapsig gesagt habe, auf der linken Seite sind diese arbeitsscheuen Typen. Die haben natürlich nichts zu tun, die können immer demonstrieren. Auf unserer Seite, sage ich mal, und da schließe ich jetzt mal ganz großzügig die CDU und FDP mit ein. Die Basis dieser bürgerlichen Partei sind natürlich Arbeitnehmer, Selbstständige, Mittelständler. Die Leute müssen schaffen, die können nicht laufend demonstrieren. Aber ein Punkt erscheint mir doch verbesserungswürdig. Die AfD, die ja im Unterschied zur FDP und zur CDU in Thüringen offensichtlich eine Strategie hatte, die hätte eigentlich ein bisschen vorarbeiten müssen für diesen Zeitpunkt. Das heißt, die AfD hätte dafür sorgen müssen, dass da Leute auf der Straße sind. Natürlich nicht unbedingt mit AfD-Fahnen. Aber das ist die ganze Krux der Partei. Man pumpt das Geld in die parlamentarischen Apparate. Da gibt es einen Haufen Mitarbeiter und Stellen und auch Technik. Anstatt dass man mit dem Geld eine eigene, in gewissem Sinne parteiunabhängige, aber befreundete Öffentlichkeit aufzieht. Ja? Also ich sage nur Stichwort identitäre Bewegung, Stichwort junge Alternative. Da gibt es junge Leute, die wollen was machen. Wir haben auch im Musikbereich Leute, die sind sehr erfolgreich, wie Chris Ares. Wir haben starke Medienprojekte, natürlich das stärkste Kompakt. Aber die Partei unterstützt nur die Partei. Die Partei unterstützt zu wenig das Milieu. Eine Partei braucht ein Milieu, was dann auch im Falle eines Falles mobilisierungsfähig ist. Ja? Da hätte man natürlich, ich sag mal, mit uns vorher sprechen können und sagen können, okay, Leute, heute passiert was, haltet euch mal bereit für eine Sondersitzung nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, wo dann über so einen Nachrichtenkanal, wie wir ihn ja haben, dank deiner Arbeit, dann auch benutzt wird zur Mobilisierung. Ja? Aber das ist nicht auf dem Schirm. Oder zu wenig, sage ich mal. Du hast vorhin interessanterweise von einem Erfurter Modell gesprochen. Und das erinnert dir ein bisschen ans Magdeburger Modell. Also es gab ja immer so zwei Strategien, wie man mit neu aufkommenden Oppositionsparteien umgeht. Mit den rechten Parteien, die hat man versucht auszugrenzen, zu kriminalisieren, fertig zu machen. Und das hat ja auch immer funktioniert, zum Teil mit tatkräftiger Hilfe dieser jeweiligen Parteien. Und dann gäbe es das andere Modell des Umarmens und Einbindens. Also 1994 Magdeburger Modell. Die PDS hat eine rot-grüne Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt geduldet. Das galt damals als Tabubruch. Wenige Jahre später waren sie handzahmer Partner von Klaus Wowereit in Berlin, der erklärt hat, wir sparen, bis es quietscht. Das gleiche bei Roland Barnabas Schill in Hamburg. Schill-Partei stand auf 19%. Ist dann von Olaf von Beust in die Koalition genommen worden und die Legislaturperiode ging nicht mal ordnungsgemäß zu Ende, da brach die Schill-Partei bereits in sich zusammen. Warum hat das Establishment nicht versucht, diese mögliche Duldung durch die AfD in Thüringen dazu zu benutzen, Höcke und die AfD zu umarmen? Das ist eine gute Frage, hängt mit dem zusammen, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt einen Teil der Wirtschaftseliten, die das gerne machen würden. Diese Leute haben ihren Sprecher im CDU-Wirtschaftsflügel. Diese Leute haben auch Verbindungen zu einem Hans-Georg Maaßen, also zur Werteunion. Für die wäre das vorstellbar. Aber die weitaus größeren Truppenteile bei den Altparteien sind eben verbandelt mit dem internationalen Finanzkapital und das internationale Finanzkapital hat offensichtlich beschlossen und in Davos wurde es ja auch verkündet, dass die gesamte Wirtschaft vom Kopf auf die Füße oder vielmehr von den Füßen auf den Kopf gestellt werden soll, dass man die gesamte bisherige Wirtschaftsstruktur schreddern will und in dem Zusammenhang baut man eben jetzt politische Eliten und Regierungen auf unter
Federführung der grünen Parteien. Und da darf so eine Wirtschafts-, also so eine altwirtschaftsfreundliche Kraft wie die Werteunion oder auch die AfD, die hat da nichts verloren. Die will man mit aller Gewalt kaputt machen und nimmt da auch in Kauf, dass es immer absurdere Züge annimmt. Es gibt, es kursiert bei Facebook und überhaupt im Netz so ein schönes Bildchen. Da ist Kemmerich und Höcke und da steht Glückwünsche für den Sieger und neben ihm steht Thomas Kemmerich. Und natürlich ist Björn Höcke ja irgendwie auch der Sieger des vergangenen Tages, des gestrigen Tages. Aber ich erinnere mich natürlich auch daran, dass er gesagt hat, man kann mit den Altparteien, auch mit den Bürgerlichen, auch mit CDU und FDP erst zusammenarbeiten, wenn sie durch ein Fegefeuer gegangen sind, wenn sie zur Demut gekommen sind und wenn sie den Merkelismus abgelegt haben. Und natürlich kann man sich fragen, hat die AfD mit der Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten nicht den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben? Und exakt diese Frage habe ich gestern nach der Wahl auch Björn Höcke gestellt. Nein, überhaupt nicht. Wir wissen ja, dass es in der CDU in Thüringen gärt. Das hat verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen auch weltanschauliche Gründe. Also in der CDU-Fraktion als Merkelist tituliert zu werden, das weiß ich, ist mittlerweile auch ein Schimpfwort. Das heißt, da gärt es ordentlich und wir haben jetzt durch das heutige Wahlverhalten, durch unser Wahlverhalten und durch die MP-Wahl von Herrn Kemmerich eben noch mehr Hefe in den Most reingeworfen der Altparteien. Ich will es einfach mal so ausdrücken. Und man muss in der Politik manchmal auch mit kleinen Schritten nach vorne gehen. Ich denke, dass das uns gut tut, auch der AfD sicherlich gut tut. Wir sind nicht in der Position der Fundamentalopposition sitzen geblieben, sondern haben uns heute konstruktiv gezeigt. Wir wollten ja auch, dass es weitergeht für Thüringen, aber eben nicht mit Bodo Ramelow. Und von daher ist das einfach ein guter Tag heute für Thüringen. Das gesamte Interview mit Björn Höcke können Sie auch hier auf diesem Kanal, auch bei Kompakt TV sehen. Idealerweise gleich direkt im Anschluss an unsere Sendung. Björn Höcke sagt natürlich, nein, er hat nicht den Teufel mit dem Belzebub rausgetrieben. Jürgen, hat das nicht vielleicht doch? Es ist schwierig. Es gibt dieses Element. Aber für mich ist ein anderes Element wichtiger. Ich habe es vorhin schon angesprochen, nämlich das Element, dem Volk Mut zu machen. Das Schlimme ist ja, dass man denkt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die ziehen das Ding einfach durch. Und das drückt da die Leute in die Depression. Und deswegen müssen Ereignisse wie gestern konstruiert werden, wo der Himmel aufreißt und sich plötzlich eine Perspektive ergibt. Dann kann das Volk Luft schöpfen und findet die Kraft zu eigener Aktivität. Wenn alles parlamentarisch läuft, egal wer mit wem koaliert oder wer wen toleriert, da ändert sich null. In dem Sinne ist es richtig, was du gesagt hast. Ist nur der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Aber wenn solche Inszenierungen dazu führen, dass die parteipolitische Ebene plötzlich durch einen völlig neuen Faktor aufgemischt wird, nämlich das selbstständige Volk, das auf der Straße ist, dass wir bei Pegida nicht wie im Augenblick letztes Mal 3.000, sondern wieder 30.000, 40.000 haben. Und in Erfurt hatten wir ja auch schon 8.000, 2015. Dann wird ein neues Spiel gespielt. Das heißt, man darf auch mal in diese Richtung blinken. Es ist auch ein großer Unterschied, ob man Regierungen stützt, was einem die eigene Unabhängigkeit belässt, oder ob man sich in Regierungen begibt, Minister wird und so weiter, wo man dann an allen möglichen Schweinereien beteiligt wird. Das erste halte ich für eine gangbare Option, deswegen will ich auch Höcke gar nicht kritisieren, dass er da ein bisschen mit dem Belzebub gespielt hat. Das zweite, die Koalition, hat man ja gesehen in Österreich, führt in den Abgrund, bringt gar nichts. Jedenfalls muss Bewegung reinkommen. Und solange eine Partei noch nicht oligarchisiert, das heißt bürokratisiert, verkrustet, im Griff der Apparatschicks ist, ist das für die AfD eine Option. Wenn es noch 2-3 Jahre geht, dann ist die AfD vielleicht auch schon verraten und verkauft. Wir wollen jetzt mal nicht 2 Jahre warten, wir wollen
bis morgen warten. Wir wollen gucken, wie es weitergeht. Es bleibt unheimlich spannend in Thüringen, in Erfurt. Wohin steuert der Freistaat? Und ist es ein Aufbruch oder ist es ein Abbruch? Wir werden deshalb jeden Abend, jedenfalls die nächsten zwei Tage, eine solche Sondersendung hier bei Kompakt TV für Sie produzieren. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, können Sie uns spenden. Die entsprechenden Angaben finden Sie direkt unter diesem Video. Morgen werden wir mit jemandem aus der Fraktion natürlich in Thüringen sprechen, der uns hoffentlich auf den ganz aktuellsten, neuesten Stand bringt, wie die AfD jetzt mit dieser Situation umgeht und wie sie auch in Neuwahlen gehen würde. Jung, vielen Dank für heute. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder. Ich will noch mal den Punkt unterstreichen, was du gesagt hast. Da. Wir produzieren jetzt jeden Tag eine Sendung, weil die Situation ist brisant und wir wollen gegen die Vereinigte Lügenpresse und GEZ-Medien einen Gegenakzent setzen. Es ist für uns eine Riesenanstrengung. Wir brauchen zusätzliche Manpower, zusätzliche Technik. Wir fahren in der Weltgeschichte rum und verbraten das Geld, die Rücklagen. Wir werden es nur durchhalten, wenn Sie uns helfen. Ja, also wenn Sie das gut finden, was wir machen, dass wir der Fels in der Brandung sind des Lügenozeans unter der Bildschirmdarstellung, sehen Sie den Text mit unserem Spendenkonto. Ich danke dir, Jürgen. Ich danke unserer Technik und ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend dabei waren. Morgen sehen wir uns an dieser Stelle wieder.